Moin. So, neue Reise, neues Abenteuer. Wir starten morgen mit unserem neuen großen Trip. Und zwar geht es zu vier diesmal los, nachdem wir ja unsere große Reise hatten 2016, 2017. Ist ja einiges passiert und aufgrund von Corona haben wir ja auch uns hier an Kurzreisen gehalten. Und im Zuge der aktuellen Elternzeit, wie ihr jetzt ja auch mitbekommen habt, sind wir jetzt wieder unterwegs. Und zwar zu viert mit Kindern, mit vollem Gepäck, voller Montur, ein halbes Jahr, 6 Monate. Und wir verlassen Deutschland, würde ich mir jetzt sagen, zu einem günstigen Zeitpunkt. Es schneit es gerade noch ein bisschen. Wir sind schon in Norderstedt in Hamburg. Heute Abend ist Abflug. Und wir sind ganz gespannt, wie das so wird. Der Große, der schläft gerade noch, der macht noch seinen Mittagsschlaf. Und die Kleine hat auch noch ein bisschen geschlafen. Wir haben uns gerade noch ein bisschen gestärkt. Wir sind hier bei meiner Tante und Onkel zu Besuch. Und mein Onkel fährt uns nachher zum Flughafen. Und genau, ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz noch, was wir an Gepäck dabei haben, als grobe Übersicht. Und dann soll es nachher auch schon losgehen. So, was haben wir dabei? Diesen Haufen. Es sieht nach viel aus. Es ist auch viel, aber wir nehmen dennoch nicht alles komplett mit. Wir haben hier unseren Reisebuggy in einer doch recht kompakten Größe, wie ich finde, wenn man sich das mal so anschaut. Armlänge dazu. Dann haben wir unseren großen Reiserucksack, das ist der von Vivi. Circa 15 Kilo, 15,6 Kilo Gepäck haben wir da jetzt drin. Der Rucksack war ja auch bei unserer ersten Reise, großen Weltreise dabei. Das gleiche gilt für meinen Rucksack. Auch der hat immer tapfer durchgehalten. Mit 17,4 Kilo ist der auch vollgepackt. Dann haben wir hier einmal einen Koffer für die Kinder. Der ist auf Rollen auch zusätzlich. Wir haben ja auch noch extra so eine Tasche, genau wie bei den großen Rucksäcken, die man da halt drum machen kann. Man kann ja schön am Griff alles ausziehen und sich das Ganze dann hinter sich herziehen. Genau, das sind circa auch 15 Kilo, für beide Kinder aber zusammen komplett gepackt. Dann haben wir Handgepäck von Vivi. Der ist jetzt hier oben noch mal ein bisschen provisorisch vollgestopft, der wird auch noch mal ein bisschen kleiner. Da sind wir knapp unter den 7 Kilo, was ja auch als Grenze mit fürs Handgepäck gilt. Hier ist mein Handgepäck-Rucksack, auch mit Technik vollgestopft, minimal leicht über den 7 Kilo. Dann haben wir noch den Rucksack von Ryan, der hat hier sein eigenes Handgepäck mit dabei, 2 Kilo, die wir ihm aber auch nicht durchgehend schleppen lassen. Und genau, und dann haben wir noch einen Beutel mit Windelsachen und Kindersachen und Verpflegung und sowas dabei. Hier liegen noch die Klamotten, die die Kinder nachher angezogen bekommen. Alles andere, das hier lassen wir nachher hier. Das sind noch Sachen für hier zum Verbrauchen, was hier bleibt. Die Sitze, die ihr hier gesehen habt, das ist ja einmal eine kleine Schale auf eine Base und einmal ein etwas größerer Maxi-Cosi. Die haben wir jetzt tatsächlich nur für den Transport zum Flughafen, denn die bleiben hier in Deutschland. Wir haben uns ja dagegen entschieden, das habt ihr ja vielleicht auch in unserem aktuellen Blogpost schon gelesen, hier Autositze mitzunehmen. Genau, das heißt, das ist unser Gepäck. Das sieht jetzt aktuell sehr viel aus und wie gesagt, das ist auch einfach viel, wenn man zu viert reist oder auch mit zwei Kindern reist. Und wir sind halt einfach gespannt, wie das alles funktioniert, wie so der Ablauf am Flughafen ist. Aber wir versuchen uns da nicht stressen zu lassen und werden einfach rechtzeitig am Flughafen sein und nehmen euch auch da wieder mit. Bis dahin, ciao! Moin! So, gestern haben wir uns gar nicht so viel gemeldet, außer bei dem entsprechenden Abflug oder Start ja noch mit dem Gepäck bei meiner Tante und Onkel. Und jetzt sind wir in Singapur angekommen gestern, also für uns gestern. Es war ja ein zweigeteilter Flug. In unserem ersten Flug sind wir von Deutschland aus nach Dubai geflogen und dann mit einem gewissen Aufenthalt von ein paar Stunden ging es dann von Dubai aus weiter bis nach Singapur. Und genau, ja, es ist alles gut soweit verlaufen. Es gab erst ein paar Komplikationen noch beim Einstieg in Deutschland, weil wir hier noch irgendwie etwas extra ausfüllen sollten für die Ankunft in Singapur. Und unser
Mitarbeiter beim Check-in, der war wohl nicht so ganz informiert, weil das hätten wir ja auch erst im Flug oder halt in Dubai ausführen können oder sogar erst bei der Ankunft in Singapur. Da gab es auch noch genügend Möglichkeiten dafür, wie wir ja im Nachgang festgestellt hatten. Er hatte uns allerdings nicht einchecken lassen, bevor wir das halt nicht ausgefüllt haben. Das war ein bisschen nervig, würde ich jetzt mal sagen, mit dem ganzen Gepäck und zwei Kindern dann da sich beim Check-in-Schalter nochmal an die Seite stellen zu müssen, um das auszufüllen. Nichtsdestotrotz haben wir das alles gut überstanden. Ich hoffe, man hört mich hier überhaupt. Ist ja schon ein bisschen lauter. Jetzt sind wir unsere Unterkunft raus. Wir sind gestern hier gut angekommen. Ich halte mal hier kurz an der Seite. Also wie gesagt, mit dem Flug ging alles gut soweit. Wir sind dann irgendwann um 22 Uhr circa gelandet. Gab also kaum große Verspätung. Haben dann uns dafür entschieden, uns ein Taxi zu nehmen. Ohne SIM-Karte konnte man sich hier mit dem freien WLAN am Flughafen verbinden. Mit der Grab-App, quasi vergleichbar mit Uber, sich dann online halt einfach ein Taxi bestellen. Das hat uns abgeholt. Für jetzt umgerechnet 35 Euro hat uns das jetzt im Flughafen zu viert zur Unterkunft gefahren mit dem ganzen Gepäck. Und der Fahrer war super freundlich, hat uns noch eine kleine Stadttour quasi gegeben mitten in der Nacht. Ein paar Sachen erzählt und uns dann auch am Ende nochmal telefonieren lassen, weil wir noch keine SIM-Karte hatten. Wir mussten bei unserer Unterkunft dann auch einmal kurz jemanden anrufen, der dann halt aufmacht, weil das ja schon zu spät war. Das ging aber auch reibungslos. Und genau, jetzt sind wir, nachdem wir etwas ausgeschlafen haben, jetzt hier aufgestanden und wollen mal gucken, dass wir ein bisschen was zum Frühstück kriegen. Einen Supermarkt haben wir uns auch schon rausgesucht, wo wir nachher nochmal vorbei wollen und was einkaufen. Und wenn wir das dann erledigt haben, schauen wir mal, wie das Wetter das hier so mitmacht. Es ist ja gerade hier Ferienzeit in Singapur und gleichzeitig auch Regenzeit. Das heißt, vor allem starke und heftige Regenschauer können jetzt über den Tag über mal auftreten. Aktuell. Sieht das allerdings nicht danach aus, haben wir gutes Wetter. Und von daher machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und melden uns später nochmal. Bis dann! Stärkung sind wir jetzt durch die Stadt durchgegangen, von unserer Unterkunft zu Fuß entfernt. Was sagt das so? 30 Minuten? 30, 40 Minuten entfernt liegt nämlich Marina Bay. Wir sind somit auch raus aus dem großen Hochhaus und Finanzviertel. Da drinnen war das sehr laut, doch tatsächlich hier ist es jetzt etwas ruhiger, etwas windiger auch. Warm ist es trotzdem, haben noch gar nicht geschaut. Nach Temperaturen, aber auf jeden Fall irgendwas im mittleren 20 Grad Bereich, genau. Wir waren noch bei einem 7-Eleven, da konnte man sich für 15 Singapur-Dollar, irgendwie 12 Euro oder sowas umgerechnet vielleicht, eine SIM-Karte holen, SIM-Karte mit 100 GB für ein paar Tage, also vollkommen ausreichend, den Preis noch okay, finde ich. Haben wir deswegen gemacht, für unterwegs dann doch mal Sachen nachgucken zu können. Vielleicht muss man doch noch mal einen Anruf tätigen. Zum Beispiel hier bei der Ankunft, wo wir eigentlich halt in der Rezeption hätten anrufen sollen, was nicht ging. Kann uns ja nicht schaden. Wir brauchen ja nicht gleich zwei SIM-Karten, aber eine SIM-Karte, das ist eine Touristen-SIM-Karte. Das ist ja nicht weiter das Problem. Genau, jetzt hatten wir eigentlich vor, mal zu Marina Bay zu gehen, zu schauen, ob wir da noch raufgehen, oben aufs Dach. Zumindest vom Ausblick her ist es jetzt nicht so trüb. Allerdings kann es auch durchaus sein, dass wir jetzt langsam Richtung Regen kommen. Es zieht sich hier so ein bisschen zu. Und daher schauen wir mal, ob wir da gleich noch nach oben kommen. Hier ist noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Es ist ja immer noch kurz vor Weihnachten. Auch wenn sich das bei uns gar nicht so danach anfühlt. Aber man sieht hier und da jetzt halt hier vor allem auch gerade noch viele Tannenbäume. Genau, hier noch ein bisschen was vom Ausblick. Business District.
Unsere Unterkunft liegt übrigens direkt neben Chinatown und auf Fußweit noch von einigen anderen Restaurants oder Foodvierteln quasi entfernt. Und ja, genau, wir spazieren jetzt hier heute einfach durch die Gegend. Wir haben uns da nicht viel vorgenommen. Wie gesagt, Marina Bay war eine Sache, wo wir halt hin wollten. Gardens of the Bay ist ja hier auch nebenan. Das werden wir wahrscheinlich nicht heute noch direkt machen, weil es dann jetzt nicht so aufwendig ist. Wir sind jetzt hier zu Fuß unterwegs gewesen. Man kann ja auch mit der Metro fahren. Da gibt es auch Touristentickets für irgendwie 3 Tage oder sowas, so viel fahren wie man will. Das schauen wir uns dann sonst vielleicht mal auf den Rückweg an. Und ansonsten, genau, bis später. Moin! Jetzt sind wir hier beim Marina Bay, oben auf dem Observation Deck. Hat also alles geklappt. Wir sind hier unten einmal durch das Marina Bay durchgelaufen, bis zum Eingang von Marina Bay. Und haben uns jetzt hier ein Familienticket geholt, damit wir hier oben einmal rauf können. Preise gibt es nachher dann noch im Blogpost gepostet. Genau, wir genießen hier gerade die Aussicht und Vivi nimmt euch einmal kurz mit und zeigt euch einmal eine Seite. Die andere Seite mit der Löwenstatue und ja, der Stadt. Hier ist echt ganz schön was los. Bisher kam hier ja zum Glück noch kein Regen runter. Hoffen wir, dass das so bleibt. Genau, es hat schon ein bisschen zugezogen im Vergleich zu heute Morgen. Genau, und hier einmal der Ausblick. Auf der anderen Seite hier oben ist ja auch die Bar. Da hinten gibt es auch noch den Pool. Da können wir leider nicht hin, aber hier einmal der Ausblick. Moin! Ja, wir haben jetzt den Regen erwischt. Wir waren jetzt ja beim Bay oben drauf. Und wie man jetzt vielleicht erkennt, die Hochhäuser und auch alles andere ist jetzt kaum noch sichtbar aufgrund des starken Regens. Das ist alles voll. Es regnet hier gerade ein bisschen mehr, aber das ist ja auch das, was angekündigt war, dass passieren wird. Und na gut, wir sind jetzt hier aber hier grundsätzlich hier drinnen, sind in einer untergestellt und haben gerade was gegessen und werden jetzt gleich mal schauen, ob wir einfach mit der Metro dann halt weiterfahren und weiter vorankommen. Genau. Bis dahin. Moin! So, jetzt sind wir gerade mal mit der Metro gefahren. Auch einfacher als wir gedacht hatten. Wir hatten uns da am Ticketschalter noch informiert. Es gibt sogenannte Tagespässe, da kann man dann so viel fahren, wie man will. Ist also davon abhängig, was man wirklich geplant hat. Wenn es jetzt aber nur darum geht, zum Beispiel schnell von A nach B zu kommen, wie jetzt in unserem Fall, weil wir einfach von der Marina Bay nur schnell einmal aus dem Regen raus wollten, dann lohnt sich so ein Tap and Go. Das ist halt einfach am Ticketschalter oder halt an der Schranke zum Metro Station die Kreditkarte drauf tappen. Und wenn man wieder aussteigt, dann tappt man sie wieder drauf und dann wird einem quasi das abgezogen, was halt diese einzelne Fahrt gekostet hat. Man braucht jetzt nicht nochmal extra Ticket kaufen oder sonstiges. Halt sehr entspannt dann, weil man ja nicht noch groß anstehen muss. Die Metro auf jeden Fall auch sehr sauber und modern, einfach die Wege zu finden, umzusteigen. Jetzt sind wir hier gerade noch mal ein bisschen durch die Stadt unterwegs. Und zwar hat das mit der SIM-Karte nicht so ganz funktioniert. Da gab es irgendwie ein Problem mit der Authentifizierung über den Pass. Und der hat uns jetzt quasi mit der App von dem Anbieter jetzt noch mal zu einem Shop geschickt,
wo wir das dann nochmal verifizieren sollen. Jetzt haben wir die Karte ja schon extra geholt, also machen wir das jetzt auch nochmal und nutzen einfach die Chance, uns ein bisschen in Singapur mal auszuerkundschaften. Und genau, mal schauen, ob wir dann auch einen Supermarkt finden, ein paar Kleinigkeiten holen. Der Große schläft gerade im Buggy, die Lütte ist wieder wach. Und bisher machen das aber beide gut mit. Und wir sind gespannt, was wir heute hier noch so erleben und sehen werden. Und melden uns später wieder. Ciao! So, jetzt haben wir endlich unsere SIM-Karte erfolgreich aktiviert. Genau, das war da ganz gut organisiert und kein Problem, das jetzt zu machen. Es hat auch in der Zwischenzeit aufgehört zu regnen, was ganz cool ist. Und genau, wir haben jetzt überlegt, ob wir direkt schon mit der Metro irgendwie nach Hause fahren, aber der Große pennt hier noch. Die Kleine ist auch schon wieder eingeschlafen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einfach noch ein bisschen weiter zu Fuß gehen. Mal schauen, wie viele Schritte wir dann heute Abend gemacht haben. Genau, aber lassen uns jetzt einfach ein bisschen treiben, haben so ein grobes Ziel, dass wir doch wieder zurück halt zur Unterkunft. Aber genau, wir gehen halt zu Fuß und nicht mit der Metro, das wäre theoretisch auch möglich. Gehen jetzt aber zu Fuß und wer weiß, ob wir vielleicht hier und da nochmal abbiegen oder anhalten. Das machen wir ganz spontan. Und genau, haben so überlegt, was sonst noch so für Stops und Highlights sind, was wir hier sehen wollen. So ein bisschen Sightseeing ist ja noch offen, auch wenn wir heute irgendwie schon gefühlt richtig viel gesehen und erlebt haben. Genau, gibt es ja noch viel zu sehen hier in der Stadt. Aber wir sind so vom ersten Eindruck, vom ersten Tag total angetan. Es gefällt uns richtig gut hier. Es ist alles, wie Tom vorhin schon gesagt hat, sauber. Also nicht nur in der Metro, sondern eigentlich überall. Und es ist halt auch einfach super grün. Also irgendwie gar nicht vergleichbar mit vielen Großstädten, wo einfach ein Tower nach dem nächsten ist und es busy ist, sondern hier ist es auch busy und ja auch Linksverkehr. Aber es ist einfach super viel Grün überall. Das ist echt schön. Es scheint auch alles wirklich sehr gut gepflegt zu werden. Also wirklich, wirklich eine sehr schöne Stadt und wir werden euch natürlich weiterhin mitnehmen. Wir haben ja den Monsunregen mit Metrofahrt gut überstanden und wie wird hier auch schon ein bisschen was erzählt. Jetzt waren wir gerade noch in Mall, die sind hier auch wieder relativ häufig vertreten. Was denn? Ja. Und jetzt sind wir wieder raus, bei besserem Wetter auf jeden Fall. Und schlendern jetzt hier wieder durch die Straße, wenn ich das hier einhändig denn hinkriege. Moment, einmal schnell wieder hier rauf. So. Und wir gehen jetzt quasi einfach zu Fuß zurück zu unserer Unterkunft. Genießen dabei noch den Ausblick rechts und links. Und ja, einfach auf das alles, was uns noch irgendwie spontan so einfällt. Es ist jetzt hier, glaube ich, fast 18:30 Uhr. Oh, hier kurzer Ausblick. Und Business District auf der anderen Seite. Genau, dann bleiben wir noch mal kurz hier stehen, nutzen wir die Chance einfach gerade. So, genau, richtig. Wir wollen jetzt zurück zur Unterkunft. Nicht weit weg von unserer Unterkunft war auch ein Supermarkt, ein kleiner. Da wollen wir uns ein bisschen eindecken, ein paar Sachen vielleicht für Frühstück, Getränke und was man vielleicht noch so grob braucht. Ansonsten nutzen wir hier auch die Möglichkeiten halt entsprechend, mal in Food Courts oder Food Markets einzukehren. Hier sind bestimmte Sachen auch gerade zu Weihnachten halt aufgebaut. Oh, Gardens of the Bay sieht man auch.
Genau, richtig. Und danach geht es auch schon wieder langsam Richtung Unterkunft zurück. Mal ein bisschen ausklingen lassen. Mal schauen, was wir noch mit den Kindern machen, ob wir dann auch ein bisschen was spielen. Und dann irgendwann geht es dann ja auch zeitig zu Bett. Das ist dann die Zeit für uns, wo wir schauen, was wir vielleicht noch die nächsten Tage machen wollen und das ein bisschen planen. Und dann auch ein bisschen die Medien zu bearbeiten. Das ist aber vollkommen in Ordnung für uns und auch stressfrei dann. Ja, und darüber hinaus schauen wir mal, ob das sonst der letzte V-Lauf von heute ist oder ob wir gleich noch was berichten von kurz vor der Unterkunft. Und auf jeden Fall wollen wir jetzt weitergehen. Also bis dann. Ciao. Moin. Spätabends, dann immer noch ganz schön warm. Es waren dann irgendwas bei 32 Grad. Ja, wir waren ja eigentlich, wie eben gerade berichtet, auf dem Heimweg. Unser Heimweg führte uns aber auch direkt durch Chinatown durch. Und da haben wir gedacht, hier rechts abbiegen ist Chinatown Market. Da schauen wir doch noch mal kurz vorbei und haben uns halt auch bequatschen lassen zu ein paar Früchten, Drachenfrucht, Melone, soweit ich verstanden habe. Und Tico Tico, ja, Tico Tico, very very sweet, hat er gesagt. Er meinte, Kinder mögen das. Kinder mögen das, okay. Also wir schauen einfach mal, was das ist, probieren das mal. Und genau, Vivi macht das mal auf und probiert mal. Und dann mal schauen, ob das die Kinder wirklich mögen. Schmeckt ein bisschen nach Walnuss. Okay, okay. Aber sweet finde ich jetzt nicht. Willst du auch probieren? Nee. Ja? Oh, nee, Ryan möchte ich nicht probieren. Ja, ich probiere auch mal. Hm. Oder? Bisschen faserig. Walnuss würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, Birne, eben das Birne-Richtung. Immer sehr interessant. Überlebt man schon. Und wer noch Hunger hat, da gibt es auch noch ein paar Krabben da drüben. Also Chinatown immer ein Besuch wert, egal eigentlich in welcher Stadt, bisher unserer Erfahrung nach. In Bangkok welcher waren wir schon. In welchem Land, ja genau. Genau, wir schauen mal, was wir hier noch so finden und melden uns dann spätestens morgen mit einer Lebensmittelvergiftung oder nicht.